Wenn man sich tiefgreifende Krisen anschaut, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man nach Argentinien schaut, wenn man ja zum Beispiel auch in den Bosnienkrieg schaut, dann waren Zigaretten immer eine harte Währung, etwas, mit dem man bezahlen konnte, Dienstleistungen bezahlen könnte oder andere Güter tauschen könnte. Und viele Krisenvorbereiter haben auch, wenn sie nicht Raucher sind, übrigens solche Teile hier, Stangenzigaretten, im Krisenvorrat, um eben tauschen zu können. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das musst du entscheiden. Aber wenn du welche daheim hast, dann ist dir natürlich auch klar, dass die irgendwann zur Neige gehen. Eh ganz klar. Es gibt eine kleine Alternative für dich, und zwar das hier. Das hier ist selbstgemachter Tabak aus dem Garten. Und wenn du sagst, das geht nicht, es geht auch am Balkon und es geht in kleineren Maßen auch am Fensterbrett. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat und dass das eine Möglichkeit ist, sozusagen Geld zu drucken, ja, nämlich wachsen zu lassen in Form von Tabak, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rostmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, kein Spaß. Die Idee ist, so etwas selbst herzustellen und das geht sehr, sehr einfach. Gib mal ein bisschen Zeit und bleib bei dem Video dran, es lohnt sich. Gemeinsam mit Manuela Keiner, meine Haus- und Hofgärtnerin sozusagen, nein, sie ist wirklich Expertin, was Selbstversorgung betrifft, war die Aufgabenstellung, die ich hier gegeben habe, schau her, das sind Samen, Tabaksamen, die man ganz legal, alles ganz normal kaufen kann. Wie gesagt, für deinen Eigenbedarf ist das alles erlaubt. Ich habe gesagt, wenn wir Samen kaufen, die man übrigens sehr viele Jahre haltbar machen kann, dann möchte ich später, dass daraus eine Pflanze wird. Und da hinten, da in dem Bereich, da, von da sieht man es besser, da habe ich zum Beispiel eine so eine Versuchsanstalt, sozusagen mit Tabakpflanzen. Und ich zeige sie dir dann nachher, die ist grün und danach wird sie so. Sie wird dann dunkel, sie wird dann fermentiert. Ist auch ziemlich einfach. Und dann wird sie geschnitten, riecht übrigens nach Tabak, ja, wird sie geschnitten und zu so etwas hier, nämlich auch zu Tabak, ja, riecht auch, ja, da gibt es unterschiedliche Tabaksorten, komme ich auch noch gleich dazu. Und dann wird irgendwann das hier zum Beispiel draus, eine Zigarette oder eine Zigarillo haben wir auch oder Pfeifentabak. Und das hier, wie gesagt, das ist jetzt nichts Illegales. Also wir haben nichts mit Haschisch oder sowas. Überhaupt nicht, greife ich nicht an. Also das möchte ich gleich dazu sagen für alle Trolle da draußen. Das ist Tabak für deinen Eigenbedarf. Ich verkaufe das nicht, natürlich nicht. Und schau her. Wie eine Zigarette. Kaschmir. Wie eine Zigarette. Selbst gemacht. Ich will sie nicht inhalieren in die Lunge. Ich bin als ehemaliger Raucher natürlich, wie soll ich das sagen? Also ich möchte jetzt nicht wieder anfangen. Aber es hat den ganz typischen Tabakgeschmack. Ganz typischen Tabakgeschmack. Also ich habe das jetzt auf der Zunge und überall. Ich werde deswegen jetzt sicherlich nicht zum Rauchen anfangen. Aber das ist die Idee dahinter. Das heißt, wir zeigen dir, wenn du das magst, ich gebe sie jetzt auf die Seite und dämpfe sie auch gleich aus. Wenn du magst, zeigen wir dir in ganz einfachen Schritten, wie das geht, nämlich mit unserem neuen Buch Alles über Tabakanbau, wie du deine eigenen Chick herstellen kannst. Zigarillos, Zigan oder Pfeifentabak. Das neueste Buch. Ist ganz klar, ist billige Eigenwerbung hier. Die Aufgabenstellung, die ich der Manuela gegeben habe, war, Manuela, finde es heraus, einen einfachen, gangbaren Weg für Nichtgärtner, nicht für Leute, die ganze Zeit mit grünen Daumen irgendwas tun, sondern für jemanden, der wirklich, wahrlich die Motivation hat, das zu lernen, aber nicht die Zeit hat, jetzt Gärtner zu werden. Und das war meine Aufgabenstellung, und zwar aus dem Grund, weil ich weiß, dass in Krisen das die einzige harte Währung ist. Gut, sei es drum. Draus geworden ist dieses Taschenbuch, das es hier jetzt gibt da natürlich billige Eigenwerbung, den Link kannst du kaufen. Wir zeigen dir hier einerseits einmal, wie man aufzieht, wie man auch am Balkon, und das ist ganz entscheidend, auch am Balkon und selbst am Fensterbrett. Und da habe ich das letzte Mal, als wir die Selbstversorger Pflanzenbibel gemacht haben, auch immer wieder Feedback, das geht gar nicht. Na sicher geht's, wenn wir es doch gemacht haben. Ja, natürlich kann ich dann keine Pflanze haben, die so hoch ist. Das ist klar, das geht am Fensterbrett nicht. Aber es ist besser als nichts. Und am Balkon kann ich sogar so eine große Pflanze haben. Alles legal übrigens, überhaupt kein Problem. Wir zeigen dir hier Schritt für Schritt, was du tun musst, damit du
zu einer richtigen Pflanze kommst, oder zu der da hinten. Es ist jetzt noch nicht so weit, es ist noch nicht Erntezeit. Aber das ist sehr einfach. Das ist wirklich sehr einfach. Und wir zeigen dir dann nachher, wie du deinen eigenen Tabak herstellen kannst und auch, wie gesagt, alles Schritt für Schritt in sehr einfachen Anleitungen, wie du dir solche Zigaretten zum Beispiel herstellen kannst. Und wenn du jetzt sagst, ich bin überhaupt kein Raucher, ich bin auch kein Raucher, aber dieses Wissen ist altes Wissen. Dieses Wissen ist dazu da, um sich selbst versorgen zu können oder Tauschware herzustellen. Ich will es noch einmal sagen. Das hier ist wie Gelddrucken, nur anders. Und zwar eben in einer Krise, und zwar einer tiefen Krise. Ich rede jetzt nicht von, komm, wir haben halt einmal ein bisschen Problem, sondern so auf arg. Das ist ein einziges Blatt von einer Pflanze, die bis zu 20 oder 30 Blätter organisieren kann. Und das hier, dieses Glas hier, das sind 2,5, vielleicht 3, aber eigentlich 2,5 von diesen Blättern, also zwei so große und eine kleine dazu. Und aus denen kannst du, weiß ich nicht, eine Packung Zigaretten machen. Jetzt kannst du sagen, das ist ja alles urviel weniger, es ist doch viel gescheiter, ich lege mir eine Stange Zigarette nach Hause. Kannst du auch machen, ist ja alles überhaupt kein Thema, mach das. Aber vergiss nicht auch Skills aufzubauen, Fähigkeiten aufzubauen, und es ist aber dann zu spät, wenn du es brauchst. Daher haben wir dieses Buch für dich gemacht. Ich gebe dir noch einmal unten den Link, schau dir das an. Zu einem wirklich fairen Preis kannst du jetzt Wissen aufbauen, dass du vielleicht in krisenhaften Situationen, und da rede ich jetzt nicht von einer Naturkatastrophe, sondern zum Beispiel von einer tiefgehenden Wirtschaftskrise, gut gebrauchen kannst. Denn noch einmal, Zigaretten waren immer harte Währung. Ich habe dir noch etwas mitgebracht, und zwar das hier. Das hier ist eine Raucherkarte, eine Raucherkarte aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe die dann auch hier abgebildet. Ich durfte das Vorwort schreiben und ich durfte auch sozusagen den krisenhaften Aspekt dazu schreiben. Aber die Hauptarbeit hat die Manu geleistet. Tolle Arbeit übrigens. Das ist auch hier drinnen, diese Raucherkarte, abgebildet. Du konntest in einer Mangelwirtschaft hast du immer das Problem, dass du nur einen gewissen Anteil bekommen kannst an Zigaretten. Das heißt, jeder konnte von dieser Karte, jeder Raucher hat so eine Karte bekommen und konnte dann nachher, und das sieht man hier jetzt schön, konnte hier pro Woche einmal hingehen, da wurde dann was rausgeschnitten oder abgestempelt und bibabo, und konnte dann eine Packung Zigaretten zum Beispiel oder was halt gerade zur Verfügung war, ausfassen und kaufen. Man musste es trotzdem kaufen. Oder sie musste es trotzdem kaufen. Da erzähle ich nämlich eine lustige Geschichte über eine starke Raucherin aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber, und das ist jetzt der Punkt. Wenn es eine Begrenzung gibt und nicht mehr drin ist, dann ist nicht mehr drinnen. Wenn du aber das Wissen und die Fähigkeit hast, und so schwer ist es, es ist keine Raketenwissenschaft, es kann jeder, der es will, muss es nur wollen, dann kannst du das. Kannst du das hier anbauen. Und in Wahrheit ist es auch so, dass du dazu auch nicht unbedingt einen großen Garten brauchst. Und wenn du keinen Balkon hast, das kann man auch und da zeigen wir dir auch Strategien, so wie bei der Selbstversorger Pflanzenbibel, an anderen Stellen anbauen und dann abholen und dann fermentieren, was auch sehr einfach geht. Es braucht halt ein bisschen Zeit, ist klar. Du kannst nicht von einer Sekunde auf die andere erwarten, dass du dann fixfertigen Tabak hast. Das braucht halt. Die Pflanze muss man aufziehen, muss man draußen wachsen lassen, muss man abernten. Ist klar, das ist so wie die Erde pflanzen, ist genau dasselbe. Ja, einsetzen und dann später kann man ernten. Aber wenn du diese Fähigkeit hast, wenn du dieses Wissen hast, dann hast du einen Vorteil, und diesen Vorteil wollen wir dir mit diesem Buch geben. Nutze jetzt die Chance. Die erste Auflage ist knapp bemessen. Und so wie ich das aus der Vergangenheit kenne, wird die auch relativ rasch vergriffen sein. Das heißt, nutze jetzt die Chance, kauf dir dieses Buch. Und das ist ganz wichtig, kauf es nicht nur, sondern setze es auch Schritt für Schritt um und beginne, und das geben wir dir auch, das Rüstzeug dazu, mal zu experimentieren und eine kleine Pflanze zu haben und vielleicht nur das Äquivalent von einem Blatt und damit halt nur eine Packung oder eine halbe oder dreiviertel Packung Zigaretten herzustellen. Sondern einfach, dass du da mal reinkommst, denn wenn du es dann brauchst, dann kannst du auch erweitern und viel, viel mehr Pflanzen haben. Es lohnt sich, auch für Nichtraucher. Daumen nach oben oder nach unten.
Da gehst du direkt in meinen Shop, dort kannst du das zum Beispiel kaufen. Oder, wenn du magst, gebe ich dir unten den Link auf Digistore. Deutscher Zahlungsanbieter ist auch alles okay. Da Abo dalassen, anderes Video zur Krisenvorbereitung. Nutzt die Chance, solange es geht. Dann rein raus und bis bald und ciao.